Servus Kameraden, willkommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Keule und nach langer Zeit ist es mal wieder möglich, ein paar nette Videos aufzunehmen. In dem Fall ist mir das eingeschickt worden, der Tony 5831 mit der SU 12244 Premium TD auf Stufe 7 in einem reinen Super Stufe 7 Gefecht auf Lakeville Simmer unterwegs und werden ein bisschen zuschauen, wie ihr hier gleich die Gegner zerpflückt sozusagen. Wir haben drauf eine 122mm Kanone mit 175 Durchschlag. Dieselbe Kanone ist auch auf der IS. Glaube ich drauf. Jawohl, 175 Durchschlag. Auf Premium sind glaube ich 217 Durchschlag, genau. Und wir haben einen ja, recht flotten TD, der frontal auch ein bisschen was aushält, aber die meisten 7er Kanonen haben es nicht so schwer bei dem vor den Bruch zu kommen. Leichte Panzer würde ich sagen, die haben es noch ein bisschen am schwierigsten von allen. Haben wir nicht so den mega Durchschlag, aber den anderen fällt es halt deutlich leichter. Er arbeitet eher mit der Mobilität und damit, dass er eigentlich einen recht vernünftigen Panzer hat für einen Panzer ohne Turm. So, bisschen blind hier rumschießen kann man auf jeden Fall machen. Wir haben eine recht schöne Ladezeit. Also die DPM auf dem Fahrzeug ist hervorragend. Dafür ist die Kanone halt nicht unbedingt die allergenaueste. Habt es gerade gesehen, da hinten war ein bisschen Dreck, der da hochgespritzt ist. Der könnte getroffen haben. Wenn da kein Dreck zu sehen ist, also wenn nicht so ein Spritzer zu sehen ist, dann könnte es sein, dass ihr irgendwas getroffen habt. Das muss nicht immer ein Panzer sein. Manchmal kann es auch sein, dass das ein Panzerwrack ist. Und es muss auch nur, weil er trefft, nicht unbedingt sein, dass ihr da durchgekommen seid. Es kann auch sein, dass ihr da abgeprallt seid und an der Kette hängen geblieben oder sonst irgendwas. So. 469 Schaden haben wir gemacht. Da ging auch schon ein bisschen was. Und wir fahren in die Stadt. Macht auf jeden Fall Sinn, den unten nicht auf 1 oder 2 zu stellen. Hier kann er sich auf jeden Fall noch irgendwo nach hinten zurückziehen, wenn er mal irgendwie ein Schuss nicht ankommt. Wenn man da sinnloserweise aufgeht. Gib ihm. Die Granaten, die er da verteilt, sind ja wirklich extrem übel. Schön aus Kettenrad geschossen, hervorragend. So macht man das. Und da ist Kill Nummer 2. 1200 Schaden haben wir schon mal gemacht. Mehr als andere mit dem Fahrzeug insgesamt hinbekommen. Und da ist aber noch deutlich mehr am Leben, als uns das aktuell lieb ist. Ein bisschen Aufklärungsschaden gibt es auch. 85. Da noch ein Schuss durchs vordere Kettenrad durch den T34-100. Kann man machen. Wie gesagt, die genaueste Kanone haben wir hier nicht. Das ist halt ein typisch russisches Rohr. Richtig was Gerades bauen können die nicht, oder kaum. Da gibt es wieder einen Schaden durchs vordere Kettenrad am T34-100. Und noch einen hinterher. Die meisten Panzer sind halt mit drei Schüssen dann schon abgefrühstückt. Die schweren Panzer jetzt mal rausgenommen, aber andere haben es dann schon nicht ganz so leicht bei euch. Da nochmal und wieder Richtung Kettenrad gezielt, also hervorragend, macht das da genau richtig. Gibt es nichts zu meckern. Wir sind bei 2600 Schaden, haben wieder ein bisschen Schaden aufgeklärt. Aber auf dem wird es glaube ich hier nicht so ankommen, sondern eher darauf, dass wir hier die Kanone ordentlich im Spiel bringen, und im Spiel halten, natürlich. So, kommt auch gleich der nächste, ein T20. Ist unsere Kanone überhaupt nicht gewachsen. Dürfte auch. Und angezündet. Brutzel, brutzel. Das werde ich nicht so schnell wieder vergessen. Der nächste Schuss, der durchgeht. Also die Nachladezeit ist wirklich hervorragend. So, da haben wir irgendwas Russisches. A44 geht genau 390. Blind einen reinhauen, kein Problem.
Das geht so, sagen wir mal, 5, 6, 7, 8 Schüsse vielleicht okay. Aber er trägt nicht so viel Munition umher. Von daher muss man da irgendwann wieder aufpassen, dass man noch genügend Munition dabei hat, wenn es dann zum Ende des Spiels hingeht. 4095 Schaden haben wir schon gemacht. Der Gegner hat jetzt hier seine Position ein bisschen angepasst. Fahren allerdings auch wirklich extrem schlecht. Die lieben Gegnerchens. Chariot hier gibt die 163. Wir geben Lämmer wird knapp 400. Ne, da ist ein Stein. Da hast du keine Chance. Bisschen höher, noch ein bisschen höher, noch ein bisschen höher. Ist immer wieder interessant zu sehen, wie manche ihre Panzer einsetzen. Es gibt Panzer, die sind einfach nicht dafür geeignet, dass man sie in der Stadt reinsetzt, sondern die sind eben richtige Hügelkämpfer. Warum tust du dir das an und nimmst dann nicht den da unten? Da wäre er mit ein bisschen Glück mit einem Highroll raus gewesen. Dahinter, dahinter. Ich glaube, dass er stecken geblieben ist. T25-2 nicht unbedingt mit dem besten Durchschlag. Das dürften die meisten von euch wissen. Ja, genau, der da. Abgeprallt. Also zu sehr in Richtung Kettenrad geschossen. Jetzt wird es werden. Jawohl. Sehr gut. Kill Nummer 7. Und 4895 Schaden verabreicht. Gegner hier absolut chancenlos. 221 HP haben wir noch. Das ist nicht die Welt. Versucht hier einen Durchbruch. Mal irgendwie unterbinden. Aber wenn der Panzer natürlich gegen Stufe 8 oder 9 antreten muss, dann sieht es ein bisschen anders aus. Da kommt er mit 175 Durchschlag nicht mehr so gut klar. Da braucht er deutlich mehr. Ist auch noch so ein typischer Panzer, der auch schlechter ist als seine Fahrzeuge aus dem Forschungsbaum. Es sind keine Weltenunterschied, aber schon ein bisschen Unterschied ist auf jeden Fall dabei. Tchaikovsky, jawohl, Kill Nummer 8. Läuft bei dir. Über 5000 Schaden gemacht, 480 geblockt, 583 aufgeklärt. Kommt da rechts raus. Das ist so brav. Tchaikovsky, Kill Nummer 9. 11 zu 4. T34-1 noch am Starten, IS-2, Challenger und ein Amix M445. Aber hier hinten wird gerade die Zange zugemacht, also unser T29, unser Tiger P, unser Karo P88 drücken da von der richtigen Seite durch und machen da böse Sachen mit dem Gegner. Kriegen wir noch einen Schuss drauf? Auf irgendjemanden hier? Bisschen höher. Jo. Abgeballt. Gibt es noch einen drauf? Zwei Schuss haben wir noch Standard. Sechs Schuss HE. Finde ich ein bisschen zu viel. Oh oh. Jawohl. Sehr gut. Kill Nummer 10. Und wir sind bei deutlich über 6000 Schaden. 6400 sind es inzwischen. 269. Wir müssen auf leicht gepanzerte Ziele schießen. Denn alles andere macht ja gar keinen Sinn mehr. Ja. 221 Schaden. Wie viel Durchschlag haben wir denn auf Premium? 64. Könnte reichen. Kill Nummer 11. Kill Nummer 12. Das war richtig gut. Bist du deppert? Über 7000 Schadenspunkte aktuell angerichtet. Den IS-2, denke ich mal, werden wir nicht mehr sehen. Wenn die anderen ein bisschen mehr Eier hätten, würden die tatsächlich nach vorn fahren. Wir sind zu dritt gegen den verkackten IS-2, Alter. Kann mir keiner erzählen, was da schief läuft. 85 Schaden, ja, das ist halt an der Seite gut gepanzert. Das mit 65 Durchschlag nicht so die Chancen. Wird auch hier nicht viel mehr Schaden geben. Zumindest, okay, wir haben
verschossen sind, out of ammo. Soviel zum Thema, ein paar Prämien, ein paar Schüsse einfach so mal in die Gegend flacken, dass das lustig ist. Das macht am Anfang tatsächlich Sinn, weil da könnte schon hier und da mal ein Aufklärer stehen, aber unterm Strich muss man sich's leisten können, er hat nicht so viel Munition dabei. Das Gefecht geht jetzt hier 9 Minuten, knapp 10 Minuten. Lässt er sich tatsächlich noch wegnaschen. Da wäre ich hinten stehen geblieben und hätte die Jungs das hier machen lassen. Auch wenn sie sich da wirklich, die stellen sich da wirklich extrem blöd an. Junge, Junge, Junge. Kann man nur so, sich so angsthasentechnisch da verhalten? Für mich absolut unverständlich. Absolut unverständlich. Also über 7000 Schaden gemacht, 480 Schaden geblockt und knapp 800 Schaden aufgeklärt. Wir gucken uns mal an, was die Auswertung dazu sagt. Da sind wir falsch, da sind wir richtig. Jeder Panzer, mit dem wir uns angelegt haben, bis auf den IS-2, haben wir auch am Ende rausgenommen. 12 Kills, extrem stark. Keine Ahnung, ob es dafür ein bisschen Lametta gibt. Auf meiner Anzeige gibt es da nichts. Bin mir nicht sicher, ob das nicht Bots waren, wenn ich ganz ehrlich bin. Und das waren Bots. Sieht man wunderbar. Nico unterstrich Tomkins. Lubosch unterstrich Lukacs. Abbott Morgan, kein einziger von denen war ein richtiger. Okay. Ja, das gegen Bots gespielt. Ich würde es trotzdem mit aufnehmen hier in mein Spiel. Beziehungsweise kein Wunder, dass sie sich da hinten so verhalten haben. Über 8000 Schaden haben wir am Ende gemacht. Das ist also blind noch einiges gut angekommen. Wir haben ordentlich Kohle gemacht. 145.000. 600 sind am Ende dabei rausgekommen. 86.000 gehen an den Munitionshersteller, komplett verschossen. 35 Schüsse abgefeuert, 30 getroffen, 24 erschlagen. Und wir haben 2,1 Kilometer oder 2,2 Kilometer knapp auf der Uhr. Also auf jeden Fall annehmliche Runde. Wie gesagt, das waren durch die Bank weg alles Bots. Trotzdem vielen Dank fürs Einsenden. Und ich würde sagen, wir gucken uns im Replay Nummer 2 an, was aus Deutschland an Schwermetall so zu leisten vermag, wenn man einen richtigen Kommandanten hinsetzt. Bis gleich. So, wir fahren mal wieder die zweite Runde mit Haviazzi im schweren Kampfpanzer Maus. Schwerste jemals gebaute Panzer, 190 Tonnen. Pures Glück. Und wir haben drauf eine Standardmunition. Ein Schuss Standardmunition, 246 Durchschlag bei 490 Alpha-Schaden. Auf Premium 311 Durchschlag bei 490 Alpha-Schaden. Ja. Netter kleiner Granatenspucker hier. Fette Panzerung. Mehr Gewicht, als er eigentlich verträgt. Also in Wirklichkeit war die Kiste natürlich deutlich zu schwer. Nicht so richtig geeignet für den Kampf. Der war einfach nur ein bisschen zu beeindrucken. Damals ging das noch. Damals konnte man auch noch mit einem 5er BMW irgendwelche Leute in einem Ofen hervorholen. Heute muss es schon was Dickes machen, wenn du jemanden zum Beeindrucken bekommst. Ansonsten die Maus, meiner Meinung nach nicht mehr unbedingt in der Meta. Hat zwar ein dickes Fell, kann man auch sehr gut anwinkeln, aber die hat, wenn man sich das anguckt, hier direkt links und rechts neben der Kanone, natürlich zu viele Weakspots, also die beiden Weakspots, die großen hier, wo man mit Premium-Munition natürlich locker durchkommt. Andere mit abgerundeter Panzerung machen es da natürlich, haben es da viel, viel leichter, Schüsse zu blocken. Unterwanne bei dem natürlich auch ein bisschen empfänglich. Aber egal, es gibt hier und da die lichten Momente. Man kann es auch im Bollwerk hier und da mal ein bisschen einsetzen. Macht dann Sinn, wenn man irgendwo eine Straße sperren möchte oder sonst irgendwas. Richtig im Kampf. Ja, naja. Kanone ist extrem genau, finde ich, für seine Verhältnisse. Macht auf jeden Fall Sinn, den auch auf der Entfernung mal einzusetzen. Muss ich immer direkt im Nahkampf sein. So, wir nehmen ein bisschen Aufklärungsschaden mit, 368, die Hälfte von dem, was er an Schaden bekommen hat.
Fährt hier nicht direkt nach vorn. Die Artillerie hat es da rechts auf die E7 abgesehen. Halten das Fahrzeug also für gefährlicher. Da haben wir einen FV4005, der mit Standardmunition schießen müsste. Normalerweise reicht das da, aber diesmal nicht. Fährt einfach schon. Ich denke mal, dass die. Dass der FV gleich hier mit Standard. Mit Premium-Munition das probieren wird. Wir nehmen Standard-Munition, also wir legen nach. Steht kein Panzer dort. Jetzt muss kurz Rätsel raten, Mann fährt raus. Nee. Das war leider unnötig. Beziehungsweise unnötig nicht, aber hat nichts gebracht. Das Wichtigste, was meinem Fahrzeug natürlich skillen sollte, ist Reparatur. Darauf kommt es an. Das heißt, wenn die Kette mal eingeht und die geht pro Spiel so 5, 6, 7, 8 mal ein, dann wäre es ganz gut, wenn man die so schnell wie möglich wieder in Stand setzen kann. Gesessen 433 Low Roll sozusagen. Panwagen schießt in die Panzerung, schießt den zweiten in die Panzerung. Mit Standardmunition brauchst du es nicht probieren, die Kanone ist einfach zu schwach vom Kranwagen, was den Standarddurchschlag angeht. Artillerie hält bereits um drauf. Junge da im britischen TD macht den Fehler und schießt nochmal. Ohne sich da hinten zu verpissen, er kommt da auch nicht mehr weg, glaube ich. Das ist so eine typische Position, wenn du einmal drin bist, war es das. Sei denn, du hast wirklich ein schnelles Fahrzeug. Oder du kannst die Leute auf Distanz halten und dann über deren eher schlechtere Sichtweite dich da aus der Affäre ziehen. Meistens geht es aber nicht. Panzer ist offen. Keiner holt sich den Kill. Am Briten mit dem größten Alpha-Schaden im Spiel. 2:2. Von HP her sind wir recht ausgeglichen. Jawohl, der V ist raus. Beim V ist eigentlich nur der Alpha-Schaden interessant. Nee, brauchst nicht probieren. Der Turm ist fast nicht zu durchschlagen. Ja, beim Objekt 705A, die untere Wanne, nicht unbedingt als Weak Spot anzusehen. Die spielen alle ohne Premium-Munition. Das erlebe ich sonst nie. Muss man einfach so sagen, aber so viel Glück habe ich eigentlich nie, dass die mal ohne Premium-Munition spielen. Das könnte funktionieren. Okay, 570 Schaden haben wir geholt. FV215B wieder mit Standard-Munition. Hat sich das noch nicht rumgesprochen? Winkelt ihn auch gut an. Das war natürlich dann schlecht. Auch so wie er die Wanne teilweise nach unten kippt, ist es genau richtig, dass da nichts passieren kann, dass da nichts durchkommen kann. Nochmal unsere so das Kettenrad und der junge Freund da drüben im FV215B, Vorgänger vom Superbunkerquerer, weiß genau, wie er da an seinen Schaden kommt. Diesmal wirklich die untere Bahn erwischt. Gucken wir ein bisschen, was da so abgeprallt ist. Da ist, glaube ich, da ist man durchgekommen, ja. Ansonsten sehen wir, glaube ich, überall nur Kratzer. Da ist ein Kratzer. Kratzer, Kratzer, Kratzer. Da haben wir die untere Wanne ordentlich vernünftig oder vernünftig erwischt. Ansonsten nichts vom Gegner. Auch hier wieder keine Premium-Munition. Dementsprechend auch kein Durchschlag. Brauchst du beiden. Bei Schuss von der Maus brauchst du Premium-Munition, sonst brauchst du das ja nicht probieren.
3.900 Schaden verabreicht, 4.580 Schaden geblockt und knapp 1.400 oder 1.500 Schaden aufgeklärt. Also ein Triple Quattro haben wir schon. Das heißt, alle drei Werte sind vierfach. Stufe 10, nicht bei allen Panzern möglich, das ist klar. Bäm, 404 Schaden. Bar gemacht, 3.300 Schaden. Verabreicht. Unser erster Kill. 8:6. Das Ding ist noch nicht komplett durch, denn der Gegner hat von HP her einen recht vernünftigen Stand. 7.000 zu 9.400. Okay, jetzt nimmt es natürlich massiv ab. Aber bis dahin nicht so schlecht. Noch viel Premium geschossen hat noch keiner hier. Bam. One Shot, One Kill. Bad Shot Artillery. Raus, unser Kill Nummer 2. So, hat hier irgendeiner Premium geschossen von denen? Kein einziger. Niemand. Boah, das erlebe ich echt nicht alle Tage. Normalerweise ist es auf Stufe 10. Wird nur so mit dem Gold herumgeballert, dass dies eine wahre Freude wäre. Diesmal nicht. So, wir sind zwei Panzer vorn und wir sind ungefähr 2200 Strukturpunkte vorn. Er rechnet hier mit dem Objekt 261 oder mit der Grille oder mit dem Leopard 1 von hinten. Ansonsten lässt sich die AI-Munition hier nicht erklären. Bäm, 392. Artillerie kommt aufgrund dessen, dass wir uns hier auf die Grille spezialisiert haben oder konzentriert haben, da mit dem Leben aktuell noch davon. Das wird sich mit Sicherheit hier gleich ein bisschen ändern. Wir haben auch nur 110 Schaden gemacht an der Grille. Mag hier nicht hinterherfahren, sondern will hier lieber Druck machen, indem er aufs Cap geht. Den Kill holt sich der FV 4005 am Objekt 261. Das heißt Artillerie, Kanone nimmt Artillerie raus. Immer so mehr. Ja, glaubt nicht, dass wir das hier so einfach noch abgeprallt mit Premium. Artillerie haut daneben. Und den Kill holt sich auch hier wieder der FV 4005. Und nochmal ein Udes. Kriegen wir keinen Schuss drauf. Nee. Munitionslager weg. Lass mal kurz warten, dann ist es wieder raus. Udes 15-16, auch nicht mit der allerbesten Kanone. Aber holt sich hier den FV 4005. Das wird nochmal richtig eng. Also richtig eng nicht, aber wir haben noch beide Artillerie am Start, aber die wissen nicht so richtig, was sie machen sollen. Fahren da hinten auch nicht aus der Position heraus, bleiben da. Weil es einfach auch keinen Schutz dafür gibt. Keinen richtigen. Ganz schlechter Fehler. Vom UDES 1516, der da zu weit ausgefahren ist. Bleibt noch ein UDES 1516 übrig. Und den wird sich die Grille holen, denke ich mal. Das müsste eigentlich reichen. Sei denn, wir dürfen nochmal. Vier Kills vom lieben Herr Werzi. Einer der fleißigsten Einsender für Replays an meinem Kanal. Ich möchte mich da hier nochmal bedanken, dass das immer so viele sind. Es tut mir leid, dass ich dieses Jahr nicht so viele aufgenommen habe. Da werden wir hoffentlich im kommenden Jahr ein bisschen was dran drehen können, dass es wieder ein bisschen mehr werden. So. Udes kann da aktuell noch dem Tod aus dem Weg gehen. Aber wir cappen hier, so wie es aussieht, durch. Jawohl. Oder cappen. Nah am Limit. Geht absolut in Ordnung. 15:11. Und wir holen mit über 4000 Schaden, über 5000 Schaden geblockt und über 2000 Schaden Aufklärung. Denke ich mal, ein M nach Hause. Genau sieht's aus. So, es gibt dafür die Stahlwand. Shellproofed, Fighter, Firefacts, Duelland, Schläger, Spotter, Hands of God und Master ist das Ganze auch noch. Wunderbar. Richtig geile Runde.
Und 1300 Basic Space ebenfalls ein recht ansehnlicher Wert, kommt keiner von den anderen auch nur annähernd ran, im Gegnerteam sowieso nicht. So, 21 Schüsse abgefeuert, 13 getroffen, 10 durchschlagen. Wir machen knapp 11.000 plus, also 93.000 für Munition reicht nicht. Heißt nicht, dass wir da mit Minus rausgehen, sondern ein bisschen Plus sind wir trotzdem. Wir haben über 300 Meter nur 433 Schaden gemacht, das ist okay. Gehört dazu. Und wir haben mit 11 Minuten 15 ein ziemlich langes Gefecht, das muss man ganz einfach mal so sagen. Starke Runde, vielen Dank fürs Einsenden an euch beide. Und das soll es von mir gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, wie immer drauflegen, Like da lassen und ein Abo für meinen Kanal. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.